Kapitel 9. Kann man Allah sehen? Kapitel 9.1. Bildliche Darstellungen Allahs. Der Verstand des Menschen ist begrenzt und Allah ist grenzenlos. Daher kann der Mensch nicht darauf hoffen, irgendetwas von den Eigenschaften Allahs zu verstehen, außer dem, was Allah ihm enthüllen will. Wenn der Mensch versucht, sich mit seinem Verstand Allah vorzustellen, wird er nur irre gehen, weil Allah anders ist als alles, was der Mensch begreifen kann. Jedes Bild, das sich der Mensch von Gott in seiner Vorstellung konstruiert, wird ein Teil der Schöpfung oder eine Mischung verschiedener erschaffener Dinge sein, die er beobachtet hat. Wenn der Mensch versucht, sich in seiner Vorstellung ein Bild von Allah zu machen, endet dies damit, dass man Allah die Attribute der Schöpfung zuschreibt. Jedoch ist es für den Menschen möglich, manche der Eigenschaften Allahs verstandesmäßig und emotional zu verstehen. Deswegen hat Allah einige von ihnen dem Menschen offenbart. Beispielsweise bedeutet Al-Qadir, der Allmächtige, dass es nichts gibt, was Allah nicht tun könnte. Ähnlich bedeutet Ar-Rahman, der Allbarmherzige, dass es niemanden in der Schöpfung gibt, der nicht von Allahs Barmherzigkeit gesegnet wurde, egal, ob sie es verdienen oder auch nicht. Solch ein Verständnis bedarf keiner bildlichen Darstellung mit dem Verstand. Daher wird der menschliche Verstand nur nach diesen Richtlinien Allah richtig begreifen. Ein falsches Verständnis hinsichtlich den Grenzen, innerhalb deren der Mensch Allah verstehen kann, war einer der Faktoren, der die frühen Christen Griechenlands und Roms dazu brachte, von den wahren Lehren des Propheten Jesus, Friede sei auf ihm, abzuweichen. Europäer, die das Christentum annahmen, stellten Bilder und Statuen von Gott in der Form eines alten europäischen Patriarchen mit langem weißen Bart in ihren Kirchen und heiligen Schreinen auf. Die frühen Christen Palästinas kamen aus der jüdischen Tradition, die jede bildliche Darstellung des Schöpfers streng verbot. Europäer wichen jedoch in dieser wichtigen Angelegenheit ab. Diese Abweichung steht sowohl im Zusammenhang mit ihrer langen geschichtlichen Tradition, ihre Götter in menschlicher Form darzustellen, als auch mit ihrer Abhängigkeit von den verfälschten Schriften der Juden hinsichtlich religiöser Rechtleitung. In die Tora haben die Juden Folgendes über die Schöpfung des Menschen geschrieben. Und Gott sprach: Lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei, die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Erstes Buch Mose, Kapitel 1, Vers 26 bis 27. Aus diesen und ähnlichen Versen folgerten frühe europäische Christen, dass die Schriften lehren würden, dass Gott wie ein Mensch aussehe, so wie sie ihre mythologischen Götter dem Menschen ähnlich darstellten. Daher setzten sie viel Vermögen, Zeit und Energie ein, um Gott als Menschen in Form von Statuen und Bildern darzustellen. Gott in menschlicher Form darzustellen, war und ist weit verbreitet. Als der Mensch die Verbindung zur göttlichen Offenbarung verlor, die lehrte, dass Gott seiner Schöpfung nicht ähnlich ist, begann er damit, seine Anbetung an die Schöpfung zu richten. Während er dies tat, wählte er oft die menschliche Form zur Darstellung Gottes, da der Mensch offensichtlich das bedeutendste Lebewesen auf Erden war. Im Koran macht Allah deutlich, dass nichts, was unser Verstand erfasst, ihm gleicht. Allah sagt: Es gibt nichts seinesgleichen, und er ist der Allhörende, der Allsehende. Sura Ash-Shura, Vers 11. Und nichts ist ihm gleich. Sura Al-Ikhlas, Vers 4.